Name ist Armin Volkmann. Ich habe seit 1. Oktober hier im Cluster of Excellence eine neue Junior Research Group und ich beschäftige mich dort mit Digital Humanities und Digital Cultural Heritage. Die Digital Cultural Heritage beschäftigen sich mehr mit der Kulturbestandspflege, das heißt eben der Denkmalpflege, der Archäologie, als auch der Kulturinformatik. Digital Humanities helfen sehr stark bei der Definition von Standards im Rahmen der Digitalisierung, die im Moment sehr stark an vielerlei Universitäten und Instituten durchgeführt werden. Darüber hinaus ist natürlich die Auswertung dieser digitalisierten Daten etwas ganz Wichtiges. Und dabei können eben durch die Anwendung von neuen digitalen Methoden ganz neue Forschungsfragen zum einen generiert werden, als auch beantwortet werden. Wir haben also Hunderte Megabyte, Gigabyte, Terabyte, die wir auswerten können und können damit natürlich Thesen nicht nur an Einzelobjekten abarbeiten, sondern an hunderten vergleichbaren Objekten statistisch verifizieren. Und das ist der große Unterschied zu den klassisch arbeitenden Geistes- und Kulturwissenschaften. Durch eine Kooperation mit dem Bayerischen Landesamt für Vermessungskunde war es mir möglich, Datenbestände hochauflösender digitaler Laserscan-Daten zu bekommen. Das sind sogenannte LIDAR-Daten, die eine Punktdichte von einem Meter haben. Mit diesen Messdaten können sogenannte virtuelle Geländemodelle interpoliert, also berechnet werden. Mit diesen Geländemodellen kann man sehr schön nicht nur die Oberfläche zeigen, sondern man kann eben durch verschiedene Filterfunktionen die störende Vegetation wegrechnen. Das heißt, man bekommt eben die Erdoberfläche gezeigt ohne die Vegetation und kann dadurch eben vom Menschen verursachte Bodeneingriffe sehr schön darstellen, indem man diese Bereiche eben überhöht. Dadurch bestehen ganz neue Perspektiven, zum Beispiel können eben Burgwallanlagen wie der Heilige Berg bei Heidelberg eben sehr schön virtuell modelliert werden. Man kann dieses Bodendenkmal dann in seiner gesamten Ausdehnung eben darstellen. Darüber hinaus bestehen natürlich auch Möglichkeiten, dass man innerhalb der sogenannten Landschaftsarchäologie die Zusammenhänge von verschiedenen Bodendenkmalen systematisch analysiert. Das heißt, wie ist das Verhältnis einer Burgwallanlage zu einer offenen Siedlung oder wie ist das Verhältnis von einer Burgwallanlage zu den umliegenden Gräberfeldern? Des Weiteren ist auch eigentlich sehr unbekannt, noch gerade im Waldgebiet, wie groß in Hügelgräberfelder in ihrer Gesamtausdehnung sind. Das können wir natürlich mit diesen Laserscan-Daten wunderbar herausfinden, weil wir den störenden Wald, die Bäume wegrechnen können. Und man sieht sogar auch die Steinschüttungen aus dem Wald. Das kann man hier wirklich gut erkennen. Schon, dass sie auch verhauen sind, die Kanten, die Leben sind hier. Durch die Zusammenführung von Methoden der Informatik in die Geistes- und Kulturwissenschaften kann ganz deutlich ein Mehrwert generiert werden. Und zwar nicht nur für eine einzelne Disziplin, wie beispielsweise die Archäologie, sondern es können auch für vielerlei andere Disziplinen neue Daten erschlossen werden und daraufhin basierend eben ganz viele neue Fragen beantwortet werden. Wir arbeiten daher auch ganz offen mit vielerlei anderen Instituten zusammen, sowohl am Cluster als auch an der Universität Heidelberg als auch außerhalb der Universität Heidelberg. Wir sind nicht nur am Cluster of Excellence, sondern gleichzeitig auch am Institut für wissenschaftliches Rechnen, dem IWR in Heidelberg angegliedert. Die Forschung der Junior Research Group wurden durch die Initiative des Exzellenzenclusters Field of Focus 3 ermöglicht, sodass wir diese Forschung hier in Heidelberg ganz zielgerichtet umsetzen können. Durch den immens angewachsenen Datenbestand vielerlei digitaler Datensätze, aber auch digitaler Tools und Methoden muss heute die digitale Geisteswissenschaft, sprich also die Digital Humanities, als eigene Disziplin angesehen werden. Wir sind heute keine Hilfsdisziplin mehr, sondern ein ganz eigenes Fach, was auch an einer Volluniversität wie der Universität Heidelberg verstetigt werden sollte.